geht's dann mit der 1. Cosmea, Michael Nimczyk. Zunächst Ragnar mit Jochen Holzschuhstadt, Nummer 2. Jochen Holzschuh trägt die Besitzerfarben von Dirk Müller. Und last but not least die Programmnummer 6, Wetzlar for Children in der Hand ihres Trainers Uwe Zehrens. Wir sind komplett fürs Sechste. Aus, Start frei. Start ist frei, sechstes Rennen, der Preis von Rouen, die 5 Teilnehmer auf dem Weg zum Startwagen. Von innen nach außen sind das Cosmea mit Michael Nimczyk, Startnummer 1, Ragnar Jochen Holzschuh mit der 2, Raver Duke Markus Bock, Startnummer 4, dann Duncan Lawrence die 5 und ganz außen Flügel Wetzlar for Children mit der 6, die 3 läuft nicht gut. Geht zu Ausgangs der Biegung jetzt gleich erstmals auf die Tribünen geradezu. Ein 17-3 war die erste Zwischenzeit. Cosmea hat sie ausgelöst und Cosmea ist weiterhin an der Spitze. Wird jetzt allerdings attackiert und auch vorne abgelöst von Duncan Lawrence, der hier die Führung für sich beanspruchen kann. Cosmea zweites Pferd, dann Ragnar, dann letzter von Children und Raver Duke. So geht es auf die Schlussrunde zu. Alle 5 an der Innenkante aufgereiht, alle mit 1,5-2 Längen Rückstand zu. In der 4. Position und Raver Duke dann mit etwas Rückstand nach wie vor 5. und letztes Pferd. Und so erreicht das Quintett jetzt auch die Zielgerade. Duncan Lawrence vorn, Cosmea aus dem Rücken wird jetzt zum Angriff beordert. Ganz außen Ragnar, Wetzlar for Children an der Innenseite. Vorne aber marschiert Duncan Lawrence mit dem neuen Eisen, das offenbar Glück bringt. Denn er macht sich hier weiter frei von der Konkurrenz. Duncan Lawrence am Ende leichter, fast schon überlegener Sieger gegen Cosmea. Ragnar wird Dritter, dann Wetzlar for Children und dann Raver Duke. Letzte Zwischenzeit 1:14:06. Eine Verzögerung zu Beginn dieses Rennens für die Farben der Garrett's Trading GmbH. Duncan Lawrence, zweiter Sieg bereits in seiner noch kurzen Karriere und wir gratulieren. Ganz viele Fotos sind gemacht worden. Herzlichen Glückwunsch, Erwin. Na, danke. Zwei Starter bisher, 4 hast du. Bisschen rechnen kann ich. 50% hast du schon mal geschnappt. Ja, genau. Warum die Kirche noch mal andere? Aber der macht ja heute einen wesentlich festeren Eindruck, als ich ihn in Erinnerung habe. Ja, er ist viel fester. Weil er ist vor allem auch ein Zügel und auch mit Eisen und er ist ein bisschen stark. Aber er ist ja nur ein junges Pferd, da kann er noch ein bisschen Flausen im Kopf haben und er wird ja auch noch lernen. Ja, ungefähr. Er ist ganz groß und ich bin auch noch gut. Er hat jetzt nur noch gute Bewegungen, es läuft und es kommt gut.
Erwin, ich habe noch eine Frage. 10. Rennen, Jason Dragon, das ist hart mit Tsunami Diamant. Das sind für mich so die zwei Pferde, die das Rennen unter sich ausmachen müssen. Was sagt denn der Erwin Bott? Ja, so ist das auch. Jason kommt jetzt mal raus. Man hat ja sehr gut Verlauf gemacht. Ja, die haben ein wenig voneinander umgelegt. Ein Verlauf abhängig? Ja, genau. Das geht nicht um viel Geld heute so. Ja, das ist aber beide nicht. Muss man noch ein ganzes Jahr mit. Das stimmt, noch ein paar Jahre müssen Sie damit klarkommen. Herzlichen Glückwunsch schon, Erwin. Danke. Einmal Ihren freundlichen Applaus bitte für einen äußerst sympathischen Erwin Bott. Danke, Laurenz, vom Bund in den Stall. Schön, dass ihr hier seid.